Und ich hatte ja irgendwann mal gelobt, gepriesen sei der Herr, dass ich dann irgendwann an einem Punkt bin, an dem ich mehr live baue, also live on tape baue. Und nicht immer baue und dann hier nur so Let's Show-mäßig durchrenne. Irgendwann in Folge 30 oder so. Ich habe es bis zum Ende nicht geschafft. Immer wenn ich Zeit hatte, was zu bauen, war lief das Aufnahmetool nicht, weil ich nicht nebenbei labern konnte. Weil dann lief hier irgendwie die Klotzkiste oder weiß der Teufel, was da gerade los war. Und ich habe halt nur so nebenbei gespielt. Aber so nur nebenbei war dann doch etwas mehr Zeit, die man dafür hatte. Wenn man hier Mikrofon erst hindrehen muss zu dem Punkt, den man dann spricht und so und dann die ganze Zeit auch noch labern muss, ist jetzt für andere Anwesende im Raum jetzt nicht besonders förderlich, was so den Genuss von anderen medialen Konsummitteln angeht. Nein. Not you again. So. Blub, blub. So. Stein. So. Hier wird gezählt, hier wird nachgedacht und deswegen gibt es heute wieder mal etwas mehr Musik zum Genießen, als sonst der Fall ist. Eigentlich die komplette Musik totquatsche. Aber ja. Wieder das Problem, dass man gar nicht weiß, ob das jetzt Minecraft war oder das Lied. Was Geräusch XY produziert hat. Vielleicht auch Z. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. So. Fackel muss ich mir auch gleich bauen. So, auf jeden Fall bin ich jetzt hier schon einigermaßen weit im Berg drin. Oh, es regnet. Eigentlich auch weit genug. Oh, ein Creeper. Wie komme ich denn da jetzt am blödesten davon? Vielleicht fällt mir ein Creeper auf den Kopf, ich weiß es. So, Chirondo. Hahaha. Rückstoß ist toll. Na, komm wieder her, kleiner Creepermann. Jo. Ich will das jetzt erstmal hier nicht fixen. Aber später. So, jetzt ist immer noch die spannende Frage, wie wir da jetzt hochkommen. Climbing. At its best. So. Na, wir müssen noch gar nicht so hoch. Sieht er mal. Können wir hier so natürlich belassen, wie es gerade ist. Wir können hier einfach nur ein bisschen noch was rauskloppen. Da muss noch ein Plätzchen dazu. Dann hauen wir sie mal weg. Mal sagen, das ist das Schlafzimmer, oder? Ist wieder so weit abseits dessen, wo man denn wirklich das Schlafzimmer benutzen möchte. Und zwar gleich hinter der Tür in Minecraft. Wenn man nur kurz reingeht, um zu schlafen, dann gleich wieder hochrennen will. In die große, weite Welt. Um zu kraften. Und andere Dinge zu tun. Aber ja.
soweit Pläne und soweit Realität. Und die Kombination aus beiden ergibt quasi so eine Art kleines Mini-Let's Play, welches uns heute versüßt wird von Bitburner. Hardcore Chiptune Artist. Ja, ob er Hardcore ist, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall kommt er aus der Nähe von Los Angeles. So viel habe ich mir schon mal reingezogen. Also beziehungsweise angeguckt. Angeguckt habe ich ja. Reinziehen ist ja so ein anderes Generationsding. Hallo. Hallo. Das geht wieder nicht. So. So. Ja. Jetzt fehlt mir ein beschissener Glasblock. Kann das denn wahr sein? Hier drüben muss ich ja auch noch. Wobei ich das hier ganz cool finde eigentlich. Kann man weitermachen. Ich glaube, ich mache hier so ein Schachbrettmuster rein. So. Ist doch ganz cool, oder? Mein New Crib. Jetzt müsste ich da so. Hier und hier und quasi hier. Der hier war falsch. Der kann wieder weg. So, schönes Schachbrettmuster. Herrlich. So, können wir ja später immer noch wieder aufreißen. So, auf jeden Fall habe ich mir jede Menge Dinger gemacht. Also jede Menge Spitzhäckchen. So, dass wir jetzt hier einfach mal mittig. Runtergehen. Ich habe sogar noch eine Fackel bei. Das ist jetzt Vorbereitung at its best, oder? Fackel, ey. Hätte heute wahrscheinlich auch eher pennen gehen sollen, als hier noch irgendwie Aufnahmen zu starten. Wenn ich selber hier sogar mal einschätzen darf. So. Ja, genau. Sisyphus lässt grüßen, ey. Großes Gravelfeld. Ja, das kann man so machen. Ach, so machen. Ach, ja, hier kommen sowieso Stufen drauf. Ach, wahrscheinlich Cobblestone Steps, von daher ist egal, aber die Wände werden Cleanstone.
Okay, jetzt auch nicht mehr. Cleanstone ist damit auch alle. Ich sag ja, super vorbereitet. Auf lange Hand mit einem Planungsvorsprung vor dem Rest, der seinesgleichen sucht. So. Ist jetzt auch eher so das Mindestmaß, das man einhalten muss mit der Dreierhöhe. Ich könnte eine Viererhöhe gleich drauf machen. Vor allem nachdem ich meine letzten Cleanstones da oben reingesammelt habe, ist das natürlich genau das Richtige, was man jetzt machen muss, ne? Aber ich gehe hier noch. Na, ist auch scheiße. Jetzt hier noch runtergehe, muss ich hier wieder so eine Aussparung machen. Ach, ist auch Kacke. So. Eine Fackel, die wir haben, nehmen wir mit. Mal umgesetzt. Haben wir nur die eine. Ich schon mal erwähnt, dass das jetzt hier total von langer Hand vorbereitet war. Also das sind Monate der Planung ins Land gegangen. So wirkt es auf jeden Fall. Mal von A nach B zu kommen. Schön, wenn er sich jetzt noch die Zunge abbeißen könnte, wenn man während des Essens von der Kante fällt. Das wäre noch so ein extra Thrill, den sie einbauen könnten. Also, liebe Mojang-Mitarbeiter, die ihr alle diesen Stream schaut, lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Das Lied hat wieder was. Ich glaube, ich gehe noch einen nach oben, oder? Gut, der doch auch, oder? Hier vorne vielleicht nicht, aber ab da. Ab da, wo es weh tut. Genau. Mal alles später. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, meins, Bumba, Bayumba. Ich habe mir auch überlegt, ich könnte über so coole Themen wieder reden. Aber das habe ich mir halt nur überlegt. Jetzt fällt mir nur Stein. Das ist halt auch ein Zeichen für die monatelange akkurate Planung, die dieser Stream immer, die immer diesem Stream hier, diesem Let's Play vorausgeht. Da merkst du richtig, da hat sich jemand hingesetzt und sich mal Gedanken gemacht, wie denn dieses Medienformat aussehen soll. Nachdem ein Planungskomitee für circa anderthalb Jahre in einer Kammer eingeschlossen war, um dann den genialsten Plan aller Pläne zu veröffentlichen. Na, an dem Punkt ist es dann klar, wie die Sache hier läuft. Also auf jeden Fall läuft sie erstmal in einen See. Ist natürlich sehr gut. Genauso hat man sich das doch vorgestellt, oder? Wie es euch geht, aber ich dachte mir so ein See jetzt hier mitten in dem Weg, den ich freibuddeln möchte, das ist genau das, was ich jetzt haben möchte. Jetzt mal da oben dran orientieren. Gefixt wird später, hatte ich ja gesagt. Muss ja erstmal unten ankommen, um überhaupt etwas fixen zu können. Ne? Soweit habt ihr den groben Plan durchaus verinnerlicht. Jetzt muss ich mir sogar was Temporäres bauen, um meine Fackel da abzuholen.
Ich habe ja nur diese eine Fackel. Eigentlich geht es jetzt hier schon wieder runter. Hier wieder verglasen den Bereich, damit man auch was von dem Seechen hat. Mit seinem aktuellen Album, wo ich nicht weiß, wie es heißen könnte. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Siehst du mal, ja, Soundcloud-Hits verwenden, siehst du. Eine Odyssee. Also erstmal bei Soundcloud überhaupt etwas zu finden, was unter Creative Commons mit nur Attribution veröffentlicht wurde, ist gleicht ja einem. Ist ja ein bisschen Sisyphus-mäßig. Also es funktioniert nicht so wirklich gut bei Jamendo. Da kannst du sagen, so und so sollen meine Lieder aussehen. Dann kannst du danach suchen. Habe ich jetzt inzwischen bei Soundcloud auch gefunden. Aber du kannst halt nie ein Album... nie ein Album runterladen. Ne? Du musst immer Einzelstücke nehmen. Hast die manchmal auch in komischen Formaten. Das jetzt hier zum Beispiel waren Buffs. Das ist jetzt per se nicht so lustig, dieses Format. Das ist nicht so haha, Buff, haha, Buff, Buff. Aber, ja, wirklich praktikabel und praktisch ist es nicht, ne? Bei den Jamendo-Sachen stand er nämlich immer gleich drin. Also sie waren schön aufgefüllt mit so Text, die man so braucht, um auch noch nach ein paar Wochen feststellen zu können, wo es herkommt. Jetzt so für diesen Künstler ist das Unterfangen ein wenig komplizierter. Ich überlege auch noch, ob ich jeden einzelnen Track verlinken müsste. Ich könnte es natürlich tun, weil die Mucke ist echt cool, aber ich glaube, ich ziehe mich einfach darauf zurück, dass ihr ja fragen könnt, da kann ich euch das sagen. Also auf Anfrage. Der Künstler ist auf jeden Fall genannt, damit ist sein Werk nicht kompromittiert. Ihr wisst, ihr müsst alle jetzt, wenn Bitdefender irgendwann mal ein Album rausbringt, müsst ihr es jetzt kaufen. Das ist quasi der Kaufvertrag, den ihr hier gerade schaut. Das muss dann sein. Ich würde dann auch sagen, für mich ist dann die Nummer abgeschlossen. Ne? Ich bin dann fertig. Und fertig bin ich wirklich. Uiuiuiui. Ach, das merkt man auch immer erst, wenn man dabei ist. Ne? Ach, wie müde man doch eigentlich so sein kann. So. Und weiter geht's ins Erdreich. Formation hier. Mit dem Dirt dann mitten drin. Also ja, wir brauchen jede Menge Cleanings noch oder wir müssen das hier anders verzieren. So irgendwie mit Holzvertäfelung arbeiten oder so. Wenn wir anholzen mit schönen Baumstämmen drin, das wäre auch schön. Auch auf dem Server irgendwo bei einer U-Bahn-Strecke gemacht. Sieht ziemlich cool aus.